Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute haben wir wieder ganz klassisch ein Replay zusammen. Keine Preview, sondern heute wird einfach mal wieder Panzer geguckt. Und zwar einen der skurrilsten Panzer, die World of Tanks sehr lange Zeit zu bieten hatte. Und zwar die klitzekleine Maus. Vielen Dank an Björn Master für die Einsendung von diesem Replay. Ja, und die Maus auf der Karte Minen gegen drei Artis könnte durchaus interessant werden. Und schauen wir mal, was er macht. Auf jeden Fall schon mal das erste sehr Gute, dass er jetzt nicht sich hier versucht, in die Mitte zu stellen. Weil die Mitte, das ist einfach so ein Spot, wo man wirklich sagt, okay, mit dem falschen Panzer ist da ganz schnell Schicht im Schacht. Und wenn er sich hier hoch konzentriert, da wo er ja jetzt gerade ist, da hat er hier nach rechts immer die Absicherung durch diese Minenaufbau, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Also hier, da ja durch diese Wand, dass er da von da aus zumindest mal keinen Arti-Hit bekommt. Wobei die 3000 Hitpoints müssen ja auch erstmal weggeschossen werden. Aber der AMX-50B, der hat sich da nicht gut geschlagen. Der war da im Prinzip die Zeit, die da vorne war. So schnell war er da auch schon wieder weg. Oh, ein gegnerischer EN-100. Das ist halt der Nachteil bei der Maus. Er wird mit seiner Kanone halt immer Probleme haben. Denn 246 Durchschlag, da sind die 311 dann schon deutlich besser. Aber 246... Das ist jetzt nicht so das potenteste Gerät, sagen wir es mal noch nett. Der E5 geht jetzt hier schon auf ihn. Bisschen Sidescrapen. Mal schauen, ob er da dementsprechend zurechtkommt. Aber da prallen die Jungs noch beide gut an sich ab. Übrigens, was ich gut finde, und darauf freue ich mich schon sehr, unten seht ihr ja jetzt den Damage nicht mitzählen, was ein Damage macht und wie viel er abprallt. Ich hoffe, dass es beim Testserver nicht in Anführungszeichen nur ein Fehler ist, weil da wird es ja immer mitgezählt und sieht man auch in dem Replay. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön und würde mich sehr freuen, wenn dem weiter so ist. Aber wie gesagt, ich habe ehrlicherweise noch nicht verifiziert. Schöner Treffer, gut zerstört. Ob dem auch so ist, dass das auch definitiv so sein wird auf dem Live-Server. Auch hier, oh, schönes Munitionslager, aber der Schaden selber war jetzt eh nicht so ausschlaggebend bei dem Kill, aber dafür schon der zweite Kill, ist aber auch in Summe ja, das Team hat ja das 2. Schön, dass der Type 4 da sein Türmchen noch zur Seite dreht für den E100. Und er kann hier wirklich sehr, sehr schön wirken. Grille prallt an ihm ab. Er kommt hier auf den Type 4 schön vorne drauf. Hat er sogar nochmal gerade hingestellt, dass er keinen Winkel bekommt. Super. Und jetzt ist leider auch hier der EN-100 zerstört. Aber schön nochmal dem Type 4 hier eine reingeballert. Der wirkt hier wirklich sensationell. Und alle, wie sie auf ihn schießen. Und da sieht man nach wie vor das Panzerungsmonster in Perfektion. Auch hier, er prallt ab. Das ist halt das Schöne an der Maus. Und jedes Mal wieder heißt es, nee, ich kann die Maus nicht spielen, die schießen alle mit Premium und bla bla bla. Und man sieht, trotzdem geht's wieder. Wie viele Leute hier versuchen, die Maus gerade zu penetrieren und am Ende des Tages haben sie alle ihren Meister gerade damit und zack. Weg mit dem Type 4, den hat er jetzt sogar sehr schön hingestellt, dass er da sogar nach links ein bisschen gedeckt ist. Auch wenn die Grille ja mittlerweile schon zerstört ist, aber es ist immer schön. Au, schade, da war er schnell zerstört. Und jetzt will er hier durch, aber bleibt hier hängen. Ist eigentlich sehr lustig, wenn die dicke Maus irgendwo hängen bleibt. Ist eigentlich ein Wortspiel. Ich finde es wahrscheinlich gerade das einzige lustig, aber vielleicht weiß der ein oder andere ja, was ich meine. So, M103 haut schon ab. Und zack, kriegt er nochmal eine. Sehr, sehr schön. So.
Jetzt hat er hier aber mal richtig aufgeräumt. Also da muss man sagen, das ist eine wahre Schlacht gewesen. Schaut euch mal an, was hier an Wracks steht. Da hinten noch. Also das ist schon sehr geil. cooles Panzergrab. Ha! Und schon habe ich einen Namen für diese Folge. Sehr, sehr cool. So einfach geht es dann ab und an. Manchmal überlege ich da wirklich eine kurze Zeit, was ich sagen soll. Aber hier, Panzergrab. Besser geht's gar nicht. Auch wenn der ES7 ihm gerade nicht mal hier eine ordentlich verpasst, aber immer noch 2000 Hitpoints. 2000 Hitpoints ist das, was manche Panzer in Summe beim Start der Runde haben. Ah, die sind aber nach wie vor noch zwei Stück im Spiel. Ja, und da leider ins Gras geschossen. Jetzt hat er Paul, nimmt er sich seine eigene Panzerung damit. Oh ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, da hat er ihn gut zerstören können. Arti hat die reingehalten, aber alles gut. Noch nicht auf ihn konzentriert und die hat auch noch zu sehr vorgehalten. Alles entspannt. Und jetzt noch die Torte, die da oben auf ihn wartet. Das wäre natürlich sein Krieger. Und da kriegt er seinen Krieger absolut verdient, dass er sich den hier erarbeitet hat. Und jetzt noch die Artis, beziehungsweise die eine Arti, aber das dürfte jetzt ja definitiv kein Problem mehr sein. Ob er davon noch was abbekommt, ist die Frage, weil die steht hinterm Haus. Ich denke mal nicht, dass er da drauf kommen kann. Nee, ganz im Gegenteil. Wird schon zerstört. Aber war eine geile Runde. Abgeprallt hat er gar nicht so viel, wie man erwarten würde. Nämlich 3830. Aber mit 7416 Damage hat er unerwartet viel für eine Maus gemacht. Coole Runde. Mir hat sie wirklich gut gefallen und einfach mal schön wieder diesen Panzer gesehen zu haben. Also, bis demnächst, euer Alcaramba.